Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Psychopathen, Irren und seelischen Seelen, die halt krank sind. Fuck you all. Was wir heute tun, ist Outlast spielen. Ja, heute ist immer noch genau gleich eine Stunde. Noch der 4. September. Und an diesem Tag kommt dieses Spiel raus. Und ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet. Ich wollte es unbedingt spielen. Und ich muss jetzt erstmal Kaugummi nehmen, auch wenn das sehr unprofessionell ist. Ich habe jetzt schon mal ein paar Einstellungen getroffen. Und während ich diese Einstellungen getroffen habe, habe ich diese Musik die ganze Zeit gehört. Und ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Aber ich tue es. Ich tue es für euch. Für mich. Für meine Geisteskrankheit. Wir starten jetzt ein neues Spiel. Ich habe noch nicht ein bisschen in das Spiel geguckt. Ich kenne nur den Trailer. Und ein paar Bilder. Und die sind schon ganz schön heftig. Also lasst uns mal gemeinsam sehen, was auf uns zukommt. Ah, wir werden jetzt noch gewarnt. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte. Jetzt will ich das nicht mehr spielen. Und Kraftausdrücke. Yay! Wir wünschen dir viel Spaß. Wollen wir das jetzt ehrlich noch lesen? Okay, ich mache jetzt mal den Erzähler für euch. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Abshire, einen Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihn eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken. Oder zu sterben. Okay, danke. Das macht doch schon sehr viel Spaß. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Aber sexuelle Inhalte sind dabei. Das Sorgen. Yeah. Und Kraftausdrücke. Hurra! Du bist ein Arschloch. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Encourage ranch. Da war eben gerade was im Hintergrund. Geht euch das gerade aus, so dass ihr keinen Ton hört? Ich höre nämlich nichts. Das ist irgendwie blöd. Wenn man nichts hört, oder? Das ist nur schwarzer Bildschirm und Text. Ist ja super, ey. Das Spiel braucht noch so viel. Und du? Was ist los? Was ist los, Digga? Hallo? Hallo? Ey, das ist ja so gruselig, das Spiel. Das fängt noch nicht mal an. Hallo? Hallo? Ah ja, das Spiel läuft also noch. Aber vielleicht sollte ich die Option mal ändern. Wir ändern mal die Sprache auf Englisch. Übernehmen. Vielleicht... Nee, macht irgendwie keinen Unterschied. Hallo? 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 Ist da jemand? Hallo? Cool, ey, das Spiel ist so genial. Ich sehe gar nichts. Vielleicht mal den Gamma-Wert ändern. Wir stellen das jetzt trotzdem mal wieder auf A. 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 Deutsch. Danke. Übernehmen. Danke. Optionen. So, warte mal. Vielleicht machen wir das jetzt mal heller. Bam. Annehmen. Und übernehmen und hallo? Wo kommt das denn her? Das ist jetzt viel zu hell. Was? Jetzt habe ich es weggemacht. Oh. Was? Hallo? Ich wollte das lesen. Wie kommt denn das jetzt wieder her? Komm, gib mir die Seite. Was? Ich will die Seite wieder haben. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Also,
kommt mir das nur so vor, ist das Spiel sehr, sehr instabil an dem ersten Tag, wo es rauskommt. Hallo? Was? Hä? Was zum Geier geht hier eigentlich vor sich? Ich hab einen Punkt. Okay. Ah ja, und ich hab eine Kamera. Und ich sehe aber gar nichts. Hallo? Was soll denn das? Hä? Also irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Also bis jetzt ist das Spiel noch nicht sehr gruselig. Eigentlich sollte ich doch hier bestimmt was sehen. Das ist sehr komisch. Tut mir leid, wir haben gerade sehr interessante Dinge, die wir sehen, aber mehr auch nicht. So. Okay, wir setzen ihn mal wieder runter, aber selbst wenn der runtergesetzt ist, müsste man da ja trotzdem was sehen. Übernehmen. Ja, okay. Das Spiel läuft jetzt mittlerweile schon... Wie lange? Wow, das ist cool, ey. Ich verstehe es nicht. Also Leute, ihr müsst mich mal entschuldigen. Wir machen mal hier kurz einen Cut, bis ich rausgefunden habe, was hier eigentlich vor sich geht, warum ich nur ein Krisselbild habe und warum hier alles noch schwarz ist. Okay, bis gleich. Hallo, wir sind wieder auf Sendung. Und ich habe jetzt einfach mal beendet das Spiel und dann habe ich einfach auf Fortsetzen gedrückt, denn irgendwie Neustart hat dasselbe bewirkt wie sonst auch immer. Und ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß schon mal, wie ich die Kamera auswähle. Das geht so. Das sieht ja sehr cool aus. Pretty good hier, mein Auto. Ey, ist das super. So, was? Wieso ist das hier? Wieso wird mir das hier angezeigt? Was soll das? Okay. Ich habe Notizen. Notizen? Was? Der Zeuge? Was? Hä? Okay. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden. Haben mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen? Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Erwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinem Apostel. Ah ja, darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu seinem Wohl tut. Was? Was laberst du, ey? Okay, gucken wir mal noch. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starren auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Okay, das ist irgendwie gruselig. So, Dokumente. Der Informant. Das ist das Dokument, was wir irgendwie vorhin so bam boom gesehen haben, ganz kurz. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Oh mein Gott, ich leide unter paranormalen Fähigkeiten. Ich fühle mich beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Markov Psychiatric System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie in Bergab warten hat. Was? Gewartet hat? Leute kommen zu Schaden. Und Mokov scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und los geht's, yeah! Guten Tag. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Kinderzeichnung! Oh, kann ja nicht so schlimm sein. Guten Tag. Hallo?
Irgendwie sieht das doch hier ganz nett aus. Ich würde meinen Urlaub hier verbringen. Muss linke Maustaste, um Tür schnell zu öffnen. Bam! Kann ich sie auch langsam öffnen? Ich hätte das zu Ende lesen sollen. Okay, mein Camgauder ist bereit. Was? 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 Ich habe was hingeschrieben. Was habe ich denn jetzt aufgeschrieben? Erzähl mal. Nervenheilanstalt Mount Massive. Ach, das schreibe ich hier. Ah, so klinge ich also. Ich meine, so klinge ich also. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Markov Psychiatric System unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wieder eröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Markov Compensation hat eine lange Tradition, ausbeuterische Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay. Hallo, ich bin hier. Live vom Tatort. Ruffy, der Enthüllungsjournalist. Kann ich eigentlich auch rennen? Ah ja, das ist Rennen. Ah ja, ich kann auch kriechen. Okay. Gut. Ja, ich renne doch schon. Hier sind Militärfahrzeuge. Kann niemals eine normale Heilanstalt sein. Es brennt noch Licht. Am helllichten Tage. Stromverschwendung pur. Ich berichte live. Immer noch. Wie kann ich es mir nur wagen, hier reinzukommen? Oh mein Gott. Wir betreten jetzt die Heilanstalt. Guten Tag. Ich möchte bitte klingeln. Hallo. Hallo. Oh, meine Kamera. Bitte, nimm das wieder auf. Wir hatten kurz ein Signal verloren. Ah, wir verlieren schon wieder Signal. Mach die Tür auf. Sie geht nicht auf. Irgendwas scheinen sie zu verbergen. Vielleicht können wir doch klingeln. Hallo? Hallo? Meldet sich dann bitte jemand? Das war wohl nichts. Ich glaube, sie wollen uns nicht reinlassen. Aber ich komme auch so rein. Ich weiß nicht, die Kameras, das ist nicht gut. Hocke. Okay, wir gehen in die Hocke. Ich muss in der Hocke bleiben. Wir sind jetzt auf dem Hinterhof. Ich muss ganz ruhig bleiben. Es könnte sonst sein, dass mich jemand sieht. Vielleicht ist die Hintertür nicht verschlossen. Ich versuche reinzukommen. Moment. Okay. Ganz ruhig. Die Tür ist auch verschlossen. So ein Mist. Anscheinend wollen sie mich wirklich nicht reinbeten. Was? Ich kann zoomen. Wohin soll ich denn zoomen? Oh mein Gott, Vögel. Ich glaube, das bedeutet Tod. Diese Vögel sind sehr schlecht animiert. Aber was soll's? Was befindet sich da oben wohl im Turm? Wir werden es noch rausfinden. Oh mein Gott, Wasser! Oh mein Gott, das hätte schief gehen können. Okay, wir können hier hochklettern. Unsere Aufnahme ist kurz beendet. Ich kann wieder Scheiße labern. Okay, ich bin wieder da. Ich musste hier nur ganz kurz hochgehen. Irgendwas ist sehr laut. Das ist nicht gut. Ich kann doch noch springen, ey. Ui. Mensch, Mensch, ich bin ja richtig ein Held. Ich sehe momentan noch nichts. Und nach oben springen. Okay. Dass das hier nicht zusammenbricht, ey. Wehe, das bricht hier zusammen. Das Fenster ist offen. Vielleicht können wir rein. Oh mein Gott. Wir müssen ganz ruhig bleiben. Jetzt wird es spannend. Liebe Leute. Es wird spannend. Ich bin im Gebäude. Ich habe ein Nachtsichtgerät. Aber leider geht die Batterie ganz schön leer. Okay, irgendwas muss hier passiert sein. Irgendwas hat hier gewütet. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Psst, ganz leise. Hier könnte sonst jemand noch kommen. Kann ich das denn wieder ausmachen? Okay. Wow, ich habe mich vor meiner eigenen Hand gerade erschreckt.
Gott, oh Gott. Hilfe. Okay. Hier ist der Priester. Gibt es Überlebende? Hallo? Die Sonne. Wow. Wow. Was war das? Was zum Geier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich komme hier nie wieder lebend raus. Ich komme hier nicht lebend raus. Ich komme hier nie lebend raus. Ganz leicht. Hallo? Also ich gucke hier einmal rum. Okay. Okay. Ist alles noch okay. Gut. Gut, okay. Nein, ich gucke lieber nach vorne. Oh mein Gott, das Licht hat geflackert. Was ist hier los? Was ist hier los? Wir machen besser die Tür hinter uns zu. Los, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach sie zu. Warum macht ihr diese Tür nicht zu? Warum nicht? Ich drück doch linke Maustaste, danke.